Hallo Leute und herzlich willkommen zum 9. Video des Adventskalenders. Und heute könnt ihr natürlich wieder einen Buchstaben finden, ich stelle euch wieder eine schöne App vor. Und am Ende kommt wieder ein Satz raus, also dann nach den 24 Tagen kommt mit dem Buchstaben, den ihr heute erfahrt, ein Satz raus. Und ihr könnt dann eine iTunes oder Google Play Gift Card gewinnen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht und was da noch, wie das alles funktioniert, dann guckt euch am besten das erste Video an, Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir haben hier wieder ein schönes Spiel, und zwar heißt das erstmal hier nur Ninja, das heißt Amazing Ninja und ist von derselben Entwicklerfirma wie The Tower 2 Cars, Stick Hero und Ninja eben, also von Ninja. Also die vier Apps sind alle von derselben Entwicklerfirma oder von denselben Entwicklern und ich muss einfach sagen, die machen geile Apps und deswegen schauen wir einfach mal rein. So, hier sind wir jetzt bei Amazing Ninja und das Spiel ist ganz cool, wie schon gesagt. Auf jeden Fall, ja, ich kann es nicht erklären. Wir fangen am besten einfach mal an. Play, tap left to jump and tap right to attack. So, wir müssen, also wir sind hier so also blau und müssen über die blauen springen und die roten töten. Also links klicken, wenn ich drüber springe, das muss, wenn da jetzt ein blauer steht, also aus meinem, von mir sozusagen, ein guter. Und so rechts, wenn da jetzt ein böser steht. Der ist gut, da muss ich drüber springen beispielsweise. Der ist böse, den muss ich attackieren. Böse attackieren, oh. Ja, und eigentlich drüber springen. Ist also eigentlich ganz cool gemacht und ist verdammt schwierig, muss ich sagen. Ja, und das ist dann auch noch hier eine weiteres Hindernis, dass man da nicht das Loch runterfällt. Also man muss am Anfang mal irgendwas klicken anscheinend. Ui! Ah, fuck. Okay, das habe ich jetzt zu früh gemacht. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Kann man da auf jeden Fall mal reinziehen. So, komm, jump, jump, jump and run. Oh, wow, 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 wow. Oh mein Gott, Highscore. Ah, nein, doch nicht Highscore. Ach, es zählt die Bösen, oder was? Nein! Trotzdem Highscore. Nice. Komm, wir versuchen mal noch ein paar mehr zu schaffen. Okay. Ach so, man kann auch doppelt springen. Ach, sag mir das doch einer. Eieiei, stimmt, klar, sag's mir ja auch am Anfang hier. Oh, wow. So. Ha, nein. Oh nein. Okay. Komm, das macht Spaß. Lass noch einmal zocken. Okay, also drüber springen, aber die kann man auch nicht, weil dann wird man auch attackiert. Logischerweise, sonst wäre es ja irgendwie sinnlos, wenn man da beides könnte. Bei dem anderen nur eins. Oh, Alter. Aber es ist irgendwie cooler, wenn man auch dafür belohnt wird, dass man über die anderen drüber springt, dass man die nicht, dass man da auch noch einen Punkt bekommt, dass man die nicht attackiert. Das wäre auf jeden Fall noch cool. Komm, eine Runde machen wir noch. Gibt hier so coole Soundeffekte. Ja, okay, genau, ja. Jetzt bin ich über den drüber gejumpt, wie die paar Male jetzt immer schon. Oh. Hier habe ich mich nämlich vorhin gewundert, wie ich die Sprünge schaffen soll, wenn ich nur einmal springen kann. Aber jetzt, weiß ich ja wie. Man kann doppelt springen. Krass. Nein. Eingeschafft. Wow. Wunderschön. Komm, einen Versuch machen wir noch. Ah, okay. Das war ein sinnloser Versuch. Komm, noch einen. Wupp. Wupp. Bam. Bam. Nein. Okay, naja, was soll's jetzt, ne? Also, ein geiles Spiel. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei dem Spiel. Download euch das mal und schaut euch das mal an. Link dazu in der Videobeschreibung für iOS und Android. Muss man einfach mal ausprobiert haben. Schaut doch mal bei Twitter, Facebook und meiner Website vorbei. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.